Hey Leute, was geht? Ich bin's, eure Sandy. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sandy. Und in meinem heutigen Video werden wir fossilen Grabe echte Versteinerungen aus. Also das hier werden wir heute machen. Jetzt werden wir Fossilien ausgraben. Und wenn wir uns das jetzt ein bisschen genauer ansehen, wartet ganz kurz. Hier können wir zum Beispiel sehen, welche drinnen sein könnten. Oder drinnen sind. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich mich noch nicht richtig damit befasst habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier, ich stelle es mal so hinten hin, den Beton in diesen Stücken und einmal das Ausgrabungsset. Ich werde das mit euch hier jetzt gleich auspacken und ich werde noch ganz kurz ein Glas Wasser besorgen. Also bis gleich, Leute. Also, wir haben jetzt hier eine Unterfläche. Ein Wasser. Und wir bräuchten noch ein Lineal. Das habe ich nicht. Ich habe kein Lineal. Wir sollen nämlich mit dem Messer quasi vorsichtig Linien reinziehen. Ja. Nicht so extrem cool, weil halt ich jetzt gar kein Lineal habe. Hier zumindest sehe ich keins. Wartet. So, das ist mal unser Set. Wir haben hier einen Schwamm, der immer nass gemacht werden muss. Hier ein Hammer und ein Messer. Ich weiß gar nicht, ob man die Klinge sieht. Um das dann rauszuritzen quasi. Ja, keine Ahnung. Ich hole das jetzt mal ganz kurz aus dem Plastik raus. Und ja, dann bereiten wir mal alles vor und schauen, was wir eigentlich alles machen müssen. So. Das ist der Beton. So sieht es unten aus. Ich dachte, vielleicht kann man den rausholen, aber lasse ich jetzt mal lieber. Und jetzt sollen wir angeblich mit einem Lineal gleich große Dinger ziehen. Hier. Und sie sollen so groß sein wie der Schwamm ungefähr. Ich mache das mal ganz kurz. So, wir haben jetzt hier schon zwei Quadrate, die man halt nicht so extrem gut sieht. Ich teile jetzt fertig in Quadrate ein und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, meine Aufnahme hat ganz kurz gestoppt, warum auch immer. Ich bin extrem dreckig, gebt euch das mal von dem Beton. Ich habe das jetzt ungefähr so richtig, nicht extrem schön geschnitten. Und werde das jetzt mal ganz kurz mit dem Hammer hier aufhämmern. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Wartet mal. Jetzt könnt ihr das von der Seite sehen. Und hier haben wir jetzt den Hammer, mit dem wir ganz vorsichtig das besonders runterkratzen. Warte, fange nur mit einem beliebigen Suchquadrat mit an. Tränke zuerst den Schwamm in Wasser. Ich mache das mal hinten. Wahrscheinlich in Wasser, damit man es besser sieht oder so. So, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Aber hier zum Beispiel sieht man schon was Grünes. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt sollen wir ganz vorsichtig mit dem Teil hier hinten das runterkratzen. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst, dass ich irgendwas zerstöre. Ich hoffe, ich mache hier nichts falsch, Freunde. Ihr könnt das nicht mehr so richtig sehen, wenn meine Hand dann immer reingeht und das immer ausfokussiert. So, nach gefühlt 10 Minuten Graben und extrem viel Wasser und Verschwendung kann man langsam hier schon etwas sehen. Könnt ihr das sehen?
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich weiß schon, dass da so Fossilien drin sein sollen. Aber ich habe etwas Angst, so tiefer reinzugehen. Denn ich kann ja irgendwas zerstören, oder? Aber da könnt ihr es jetzt langsam sehen. Ich grab's mal langsam aus und zeig's euch nachher. So, Freunde, kurzes Update. Die Spitze ist jetzt abgebrochen. Hier. Und hier ist die Spitze dazu. Aber egal, ich mach das jetzt mit dem hier. So, ich habe jetzt hier in der Mitte, ich habe es jetzt umgedreht, weil es halt von, so sieht es übrigens vorne aus. Das ist, ich weiß nicht mal, was das ist. Aber ich habe es jetzt hinten umgedreht und wir haben hier, das seht ihr gerade nicht, hier haben wir was Neues zum Ausgraben. Und ich glaube, es ist die Muschel, was wir da oben haben. Aber wir werden das jetzt mal gemeinsam etwas genau unter die Lupe nehmen. Kurz. So, meine Finger sind total runzlig und so durch das ganze Wasser. Aber das hier ist die Muschel, die was da drinnen war. Das erste, ich weiß gar nicht, wo das erste ist. Aber das ist das zweite Schild. Das ist einmal hier in die Seite. Oh, hier ist das erste. Also die zwei haben wir schon, ne? Hier nebenhin, ich zeige euch dann die restlichen. So Leute, ich sitze jetzt wieder an meinem Laptop und ich habe jetzt die Steine heraus draußen aus dem Beton. Ja, das Licht ist relativ schlecht, aber ist egal. Und zwar zeige ich euch nur ganz kurz diese vier Steine, was da drin waren. Und zwar einmal hier eine Muschel, die noch nicht ganz gereinigt ist. Aber ist mir jetzt eigentlich, ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Dann haben wir hier den hier. Den. Und den hier. Für die, was sich jetzt noch an die Verpackung erinnern, das sind nicht die, was wir auf der Verpackung gesehen haben, sondern das sind andere, aber ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Auf jeden Fall, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, abonniert immer gern kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Hier oben geht es zu meinem letzten Video. Und dort unten findet ihr ein anderes Video von mir. Ihr könnt mich natürlich auch gern kostenlos abonnieren. Das ist natürlich immer möglich. Und ich freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ihr könnt auch gerne meinen zweiten Kanal Sandy Gaming abchecken. Ich werde euch den mal unten in die Infobox verlinken. Dort habe ich seit langer Zeit kein Video mehr hochgeladen. Ich glaube seit 3 Wochen oder 4 Wochen. Und dort kommt auch bald wieder ein Video. Ich verspreche es euch. Wenn ihr irgendwelche Games auch dazu kennt, die gut sind oder die ich einfach mal ausprobieren sollte, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich werde sie einfach durchspielen. Wir sehen uns, ich will gar nicht mehr so lange labern, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.